Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal, sofort und gleich. Und ja, heute stelle ich euch mal wieder den neuen Shop vor. Jo. Vom 13.8. Herr Gleich ist auch dabei. Jawohl. Wir können ja beide jetzt mal unsere Meinung dazu abgeben, ob wir uns die Sachen holen würden oder nicht. Und ja, ich bin gerade auf meinem 2-Hode-Account, deswegen ist hier gar nichts gekauft. Ja. Okay. Fangen wir mal an mit Ymir. Der war schon gestern drin. Ich mag diesen Skin irgendwie nicht. Back to the 80s. So sind die Leute in den 80ern rumgerannt. Tatsächlich, ohne Scheiß. Auch wenn ihr es nicht glaubt, das ist echt wahr. Guckt euch die alten Videos an. Ja, zum Beispiel ein Dieter Bohlen. Der sah auch schon so aus, ja. Mhm. Also, mega kacke. Hier gibt es noch den anderen Skin, den weiblichen Skin davon. Würde ich mir ehrlich gesagt auch nicht holen. Finde ich jetzt nicht so das nice Set. Ja. In meinem Fall ist es nicht, aber natürlich kann man sich die Skins immer holen. So, jetzt haben wir die Exercise. Ist eine Hantel in Pink. Hole ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber kann man auch eigentlich sich holen, je nachdem, auf was man steht. Ja, wenn du Augenkrebs kriegen willst, dann hol dir das Ding. Vor allem mega geil, ne? Wenn du dich irgendwo mal wirklich verstecken willst oder so und diese Picke, die siehst du halt von überall. Dann nimmst du Bandages in die Hand, egal. Auch cool, was ist das? Der Windbreaker auch mit Hanteln an den Seiten, Kurzhanteln. Jawoll, Wahnsinn. Und guck mal da unten drunter, das ist eine Klimmzugstange. Eine Klimmzugstange unter dem Ding. Mega coole Idee. Naja, okay. Okay, nun kommen wir zu dem nächsten Set. Und zwar ist hier einmal eine neue Picke drin, und zwar Jingu Bang. Ist aus dem Wukong-Set. Hier haben wir den Wukong für 2000 V-Bucks. Habe ich mir auf jeden Fall geholt und ist ein ziemlich, ziemlich geiler Skin. Sieht mega geil aus. Auch der Backpack ziemlich nice. Kann ich euch nur empfehlen. Dann haben wir den royalen Drachen, einer der beiden legendären hier Gleiter. Ganz ehrlich, 20 Euro für einen Fallschirm würde ich jetzt eher weniger tun, aber... Ja, sieht schon geil aus. Natürlich sieht der nice aus. Sieht schon echt geil aus, aber 20 Euro dafür... Ich würde ihn mir nicht holen. Dann lieber... Da holt euch lieber den legendären Skin. So. Als nächstes haben wir die Battle Pass Stufen, warum auch immer, die jetzt schon im Shop sind. 10 Stück für 900 V-Bucks anstatt für 1500 V-Bucks. Was soll ich dazu sagen? Holt sich lieber nicht. So, nun kommen wir auf die rechte Seite. Und da haben wir einmal den Knight Rider bzw. Burnout drin. Das Einzige, was ich an diesem Skin feiere, ist der Motorradhelm. Das war es aber dann auch schon. Ist ein epischer Skin, hat keinen Rucksack, kostet 1500 V-Bucks. Was soll ich dazu sagen? Ist kein toller Skin. So. Sieht ein bisschen arg schlicht aus. Ja, ist okay. Dann haben wir den Prismatic, der schon zum 100-millionsten Mal im Shop ist geschätzt. Was soll man dazu sagen? Glitzer, Glitzer. Juhu. Ja. Glittern, kleiner. Dann haben wir hier Munitionsexpertin. Für 1200 V-Bucks ist ein seltener Skin. Was soll man dazu sagen? Ist halt eine Armee-Skin, keine Ahnung. Ist nicht so geil. Also die meisten Skins, Leute, ich bin nicht so ein Fan von den meisten Skins, die manche cool finden. Aber ja, ist kein Skin, den ich empfehlen kann. So, dann haben wir den heutige Highlight. Das heutige Highlight. Ja, die neuen Emotes. Work it out. Ja Mann, komm. Erstmal mit einem coolen Jogger-Move angefangen und dann plötzlich in Tebo rein. Ja, geil. Juhu, ey. Wow. Ja, wem es gefällt. Sieht ganz witzig aus. Ist ganz funny. Für 500 V-Bucks schon okay. Schon nice. Ja, das war's heute auch schon wieder von diesem Shop. Will euch den jetzt erstmal in den Ferien jeden Tag vorstellen. Und ja, vielleicht kommt heute noch. Wahrscheinlich kommt erst morgen oder übermorgen wieder ein Livestream. Und ja, das ist heute das einzigste Video, denke ich mal. Und ja.
Bis dann auch noch. Ja gut, wir haben natürlich ja, dann noch Siege, haben wir noch später. Ja, natürlich. Aber vom Fortnite war es das heute auf jeden Fall. Bis dann und haut rein, ciao.